Unser Contact Tracing Team ist 7 Tage in der Woche im Einsatz. Sie sind gut geschult, sie sind aber nicht ganz vorbereitet auf das, was jetzt gekommen ist. Sie müssen sich vorstellen, die Leute sind beschimpft worden und beleidigt worden von Partygängern, die wir kontaktiert haben. Nicht von allen, muss man sagen, aber doch. Das haben wir so nicht erwartet. Wiederum sind viele falsche Mailadressen im Umlauf, also Fake-E-Mail-Adressen mit teilweise vulgärem Inhalt, also offensichtlich falsch. Das Virus ist kein Spass, auch nicht für die Spassgesellschaft am Wochenende. Hey Bro, oh Mann, das sind Quotenmänner. Das war Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli, sie, die sich hier ein echauffieren über den ersten Superspreader-Fall, den es gegeben hat im Zürcher Club Flamingo. Das ist schon ein bisschen überraschend gekommen. He? Total überraschend, dass jetzt da wirklich das Partyvolk falsche Adressen angibt. Das ist so nicht erwartet. Das ist Politik natürlich, also da haben wir sie reingelegt, kann man sagen. Also, und gerade so, wenn man das Zürcher Partyvolk auch kennt, oder? Wenn man so jemand mal in einem Club steht und denkt, Mann, sind das einfach alles vernünftige Leute? Ich bin, glaube ich, der einzige Prolet da drin. Das ist so geil. Ich meine, die gehen ja nicht mal mit der eigenen Idee in Ausgang oder dann mit dem falschen Geburtsdatum, dass man jetzt denkt, irgendwie, das Partyvolk ist die Speerspitze der Prävention. Absolut. Ohne Gummi 6, betrunken Autofahrer, aber oh, bei Covid, wo uns nicht wirklich betrifft, da tun wir uns in eine Liste eintragen. Schau, da machen wir mit. Hey, nein. Nein, ich finde schon. Also, weißt, Politik hat schon zu Recht verlangt, jetzt, dass da quasi das selbstregulierend geht, oder? Weil bei den Banken funktioniert es ja auch. Mega. Not. Also, weißt, was haben sie erwartet? So, ja, das ist wirklich so. Nein. Ah, nein. Ja, es ist schon lustig. Es sind dann aber die Leute, die dann als Erste sich wieder auf allen sozialen Medien können echauffieren, wenn es dann irgendwie lokale Lockdowns würde geben. Das heisst, wieso sperren sie uns jetzt wieder ein? Ja, wegen dir. Ja. Ja. Wegen dir. Aber es ist halt schon so, du kannst das nicht so regulieren. Du kannst nicht erwarten, dass jetzt 18-, 19-, 20-Jährige, die in Ausgang dürfen, sich dann auch im Ausgang an all die Regeln halten. Deswegen, es gibt nur eins. Entweder sagst du, schaut, okay, ihr dürft feiern und machen, was ihr wollt, oder? Kinderzeuge auf dem WC, dumm, tu es auf, you name it, oder? Oder du sagst, hey, wisst ihr was, Clubs bleiben zu, weil es wird sich nicht selber regulieren, so wie das es nein, tut. Sicher nicht. Nein. Und weißt du, was mich eben aufregt, oder? Wir Künstler müssen uns zusammennehmen wie blöd, unsere Theater müssen Schutzkonzepte erstellen, jeder zweite Sitz muss frei bleiben. Und dann sehe ich auf Insta-Stories oder gestern auch bei Tele Zürich, wo sie in einem Club zu Nacht am Filmen sind, wo einfach alle wirklich Zentimeter an Zentimeter aneinander stehen, ohne Schutzmaske, ohne nichts. Wo ich einfach finde, okay, gut, ich tue meine Vorstellungen jetzt, nenne ich auch einfach Party und es kann kommen, wer will. Und dann braucht es scheinbar kein Schutzkonzept und nichts, oder? Und dann können sie mit ihrer Fake-Idee reinlaufen, alles in Ordnung. Wobei, ich denke jetzt gerade in dem Moment, denke ich jetzt an Stefan Büsser, seinen Primarlehrer, oder Primarlehrerin, ich weiß nicht, ob du eine Lehrerin hast, wo jetzt daheim hockt und den Podcast hört und hört, wie der Stefan Büsser einen Satz anfängt mit «Wir Künstler». Gut, die Lehrer denken sich, ja gut, das war zu erwarten. Ich habe mal einen Mathelehrer gehabt, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe, ich habe mal einen Mathelehrer gehabt, der mir, nachdem er einen Zweier zurückgelegt hat auf mein Pult, gesagt hat, sieh Stefan, wenn das so weitergeht, sehe ich für Sie ein bisschen schwarz für die Zukunft, worauf ich ihn angeschaut habe und gesagt habe, Sie, Martin, Thomas Gottschalk hat mit einem 2,5 in Mathe abgeschlossen und er verdient mehr, als wir zwei je zusammen werden verdienen. Und das war der Moment, wo ich wusste, er hat es bei mir aufgeben können. Es ist so wie verloren gewesen alles. Also, wir haben nicht aufgegeben, wir haben einiges vorbereitet an schönen Themen für euch. Wir reden unter anderem über den Frauenanteil in der Armee, wir reden über Novak Djokovic und wir sagen euch, das ist ganz wichtig, wie könnt ihr euch vor einem Asteroideneinschlag schützen. Ja. Bevor wir allerdings das jetzt machen, wollen wir nochmal schnell zurück zu den Partys, weil du hast eine ganz spezielle Party gehabt, ja. Aaron Herz. Ja, ganz schön. Nein, ich habe einen Kindergeburtstag gefeiert daheim. Meine Tochter hat jetzt den Geburtstag, dann haben wir die Party vorgezogen. Und es ist, ich bin ein bisschen verschrocken, es ist recht, alles recht easy gelaufen. Wir mussten kaum aufräumen, das sind so liebe Kinder. Das hat mich so ein bisschen irgendwie ein bisschen verschreckt in dem Ganzen. Aber ich habe ja schon mal abgeflucht über Kindergeburtstag, das sollte man vielleicht, das nehmen wir jetzt da nicht nochmal auf. Aber was mir aufgefallen ist, der Umgang mit Kindern verändert die Sprache der Eltern. Oder? Man fängt da ganz nett und lieblich reden, man fängt da Wörter an setzen. Aus dem Wort «Huren» wird das Wort «Kogge», aus «Wichser» wird «Blöde» und aus «Ficken» wird «Gern haben». Es klingt einfach nicht gleich geil, wenn man sagt, ihr «Kogge» «Blöde» könnt euch gern haben. Und eigentlich meint ihr «Huren» «Wichser» «Fickt euch».
Ja, gut. Es ist einfach nicht das Gleiche. Apropos, du Hurenwichser, fick dich, wieso sind wir nicht zu dieser Party eingeladen? Ja, ich aus gutem Grund. Wieso machst du Party aus gutem Grund? Weil wir das neue Vokabular noch nicht interessieren. Nein, weil er wahrscheinlich ein Schutzkonzept an der Party auch nicht eingehalten hat. Nein, das war für 5-Jährige. Ihr seid mal wirklich einfach zu kindisch. Du, was läuft in deiner Nachbarschaft, Michael Schweizer? Ja, für die treuen Hörerinnen und Hörer von dem Podcast, die wissen, ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder Updates gegeben aus meiner Nachbarschaft, weil da vor allem während Corona sehr viel passiert ist und jetzt lange nichts mehr. Und jetzt hat mich der Stefan Büsser hat mich gebeten, dass ich doch nochmal so ein letztes Update geben, bevor wir ja traurig in eine kleine Sommerpause gehen. Ja. Also jetzt, was ist los bei uns in der Nachbarschaft? Muss die hinten links, die ja umgebaut haben, die haben jetzt wirklich fast 3 Monate umgebaut, die haben richtig Geld investiert. Also da sind Küchen rausgerissen worden aus dem Haus, die haben anderswo noch 15 Jahre. Also da haben wir nicht geklotzt, nicht gekleckert, sondern haben wir geklotzt. Die haben richtig Gas gegeben. Jetzt mittlerweile sind sie eingezogen. Die Putzfrau ist auch eingewiesen, habe ich gesehen. Die Frau auf dem Haus hat genau gezeigt, wie sie muss die Stege aussen besseln und so, oder vielleicht sogar Kärcher. Auch den Pool haben sie eingeweiht. Das Wasser haben sie allerdings vom Vorgänger übernommen. Was? Ja, das war noch drin. Ich weiß nicht. Ein Chlor hin. Da badet sowieso nur Kind, das Geld können wir uns sparen. Anyway. Und was mich ein bisschen erstaunt, das ist ein Haus im tiefen einstelligen Millionenbereich, hätte ich jetzt gesagt, oder? Aber der fährt einen alten Opel Zafira. Ja, eben darum kann sich das ausleisten. Vielleicht ist es das. Ja, und dann die Nachbarn unten dran. So ein erfolgreiches, er ist so ein der Typ erfolgreicher Unternehmer. Sie ist Typ E-Bike-Fahrerin. Die haben wirklich jetzt die Partywelle wieder auch angekurbelt. Die haben schon vorher immer gerne mal eine Party geführt. Die haben müssen sich zurückheben. Jetzt knattert Pass wieder. Wir sind noch nie eingeladen gewesen. Ich weiss nicht wieso. Du bist an keine Party eingeladen, merkst du es? Und jetzt habe ich aber einen neuen Nachbar entdeckt. Der ist nebendran. Also ein bisschen unten. Und der ist, so um die 60 herum. Ein bisschen übergewichtig. Sehr einen kleinen Penis, muss ich sagen. Und der holt sich auch zu Abend gern in der Küche. So wirklich bei voller Festbeleuchtung holt er sich wirklich gern noch ein Glas Wasser um 12 Uhr oder so. Dort habe ich ihn das erste Mal nackt gesehen. Ja. Das hast du gesehen, weil die in der Küche waren? Nein! Ich sehe bei uns vom Balkon direkt runter zu ihm in die Küche rein. Ich weiß auch nicht wieso. Mit dem Feldstecher. Ja, mit dem grossen. Oder? Mit einem ganz grossen Zoomrohr sehe ich eigentlich dort sauber rein. Und dann hat er sich ein Glas Wasser. Ich bin ein bisschen verschrocken. Ich habe wirklich zuerst gemeint, der Yeti stecht dort in der Küche rein. Er ist so ein bisschen weiss behaart am ganzen Körper. Es war ein spezieller Augenblick für mich. Es ist noch lustig. Also ich würde das jetzt auch sehen. Wir haben jetzt hier die Rollläden runtergelassen. Für die, die es schauen, jetzt entweder auf SRF2 oder auf YouTube. Wir sind bei mir daheim und haben jetzt hier die Rollläden runtergelassen. Aber wir haben auch hier wie ein Nachbar, der am Morgen seine erste Zigarette einfach nur in Unterhosen, und es ist ihm fast scheißegal, ob es Winter oder Sommer ist, sitzt er draußen in Unterhosen. Und ich meine, man sieht da einander. Also ihr habt es jetzt auch gesehen. Ja, aber ein Unterzipf. Also. Ja, also... Es ist jetzt nicht ein mega schönes Erlebnis, wenn du morgen rauskommst und dann... Ja, aber seine Aufgabe ist jetzt nicht, dir zu gefallen. Also. Das ist richtig. Ja, aber in der Unterschleiche im Winter rausgehen, das ist sicher einer, der sagt, nein, ich kann jederzeit aufhören. Ja, genau. Hast du dich schon mal angeschaut? Gut, das ist ein kleiner Einschub. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man sieht, was Raucherinnen und Raucher raus, was die wirklich... Die beweisen, was ein Mensch zu leisten ist, oder? Also du kannst heimfahren, es ist irgendwie noch 7 Grad irgendwie im Frühling rein, Gartenbeiz, sie hocken knallhart, das geht schon. Aber in der kurzen Hose, weil vergessen, irgendwie noch einen Pulli mitnehmen, nichts, hocken sie dort. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ist alles gut. Wegen solchen Bildern bin ich ja geflüchtet jetzt. Oder? Also, ich bin jetzt ein paar Tage richtig schön allein gewesen. Ich bin im Graubünden gewesen. Ich habe gedacht, so nach knapp 4 Monaten Isolation, ich will wieder mal ein bisschen allein sein, wieder mal ein bisschen Zeit für mich haben. Und es hat mich dann da in meinen Schweizferien irgendwo in einer Hütte fernab so ein bisschen wieder an meine Meditationszeit zurückerinnert. Wo ich auch wirklich mit niemandem halt so ein bisschen geschwätzt habe. Für die das übrigens verpasst haben, das ist in der Folge 10 von der ersten Staffel. Die heisst, ich habe es aufgeschrieben, Schweigenschutz, Schluss. Kann man nochmal nachhören, wenn man will. Und was ich so gemerkt habe, wenn dann der Leute gesagt hat, ich gegangen so allein in die Ferien, dann ist oft so zurückgekommen, oh schön, machst du ein bisschen Me-Time? Oder so, oh ich bräuchte auch wieder mal so Quality-Time.
Ich finde das so etwas Niederes. Wenn Leute sagen Quality Time, dann heisst das eigentlich einfach, dass ihre sonstige Zeit nur Scheiße ist, wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn du sie so musst labeln. Ja. Oder was man ja immer wieder gehört, so Achtsamkeit. Das ist auch so etwas, was jetzt aufgekommen ist, oder? In den letzten paar Monaten. Du musst auf dich achten. Ja, früher hat es einfach gesagt, ja, schau auf dich, gell? Ja. Heute hat man einen Begriff für das, den man dann auf Social kann posten, oder? Ich finde immer besonders ironisch, dass die Leute sagen, Achtsamkeit, ich schaue ein bisschen mehr auf mich und poste auf den grössten Stressfaktor, den wir haben in unserer Zeit, Social Media. Stimmt, Hashtag MeTime. MeTime, Social Time, weiß ich was. Und dann sind sie ganz, ganz achtsam. Du musst jetzt lernen, ja und nein sagen. Du musst schauen auf dich und auf deine Wünsche und so. Und dann irgendwelche Influencer, die das jetzt entdeckt haben und die dann die Seminare jetzt auch anbieten. Oh. Und zwei Stories später postet es irgendeine ausbeuterische Firma, die gerade Werbung dafür macht, die sicher ganz viel auf Achtsamkeit setzt. Das ist alles so absurd und das finde ich irgendwie peinlich. Ich finde Achtsamkeit super, also verstehe mich nicht falsch. Gell? Leute, die auf sich schauen und wo sich entwickeln, alles gut, machen das unbedingt. Aber man muss ja nicht darüber reden, wenn man etwas Gutes tut für sich oder für alle anderen, dann muss man nicht immer das dann allen erzählen. Außer mit dem Podcast. Folge 10 von der ersten Staffel. Dann kann man es machen. Dann kann man es machen. Aber sonst nicht. Ja. Ich gerade wollte sagen, MeTime, wenn dann da so Influencer machen, die grössten Narzissten der Welt. Also es ist einfach Narzissmus leben. Also okay. Es geht ja immer nur um sie. Also weißt, es ist immer mein. Oder bei denen. Das ist so ein bisschen der Witz an dem Ganzen. Aber ich habe gemerkt, vielleicht bin ich auch ein bisschen alt und gerade darum, so, man geht aufs Alter zurück zu den Wurzeln. Ich habe das jetzt mega genossen, wieder auf dem Land draussen zu sein. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja lange in der Stadt hineingelebt, jetzt da so, sage ich mal, nach Stadtrand, oder? Aber so jetzt für die Ferien, so als Städter wieder mal raus aufs Land, habe ich wirklich etwas Cooles gefunden. Aber das Land ist schön, oder? Es gibt jetzt so den Trend wieder, dass die Städter aufs Land rausziehen. Weil ja schön ist, sind wie die Lachsen, die wieder heimschwimmen, oder? Ich bin in einem 3000-Seelendorf aufgewachsen, im Appenzellerland, also wirklich in einem Dörfli. So. Für das bist du noch gross. Gell? Man denkt es gar nicht, wir sind von Zürich zu. Ich arbeite jetzt aber in Zürich und habe mit Städtern zu tun und ich finde, man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn man als Städter aufs Land zieht. Da gibt es einen ganzen Haufen Missverständnisse, die da auch passieren können. Oder es tönt so schön, dass die Welt auf dem Land ist einfach so unverdorben, so natürlich. Oder? Sie sagen dort auch nicht Rassismus, sie sagen dem Tradition. Auf dem Land sind Frauen noch Frauen, Männer noch Männer. Außer das ist gerade Fasnacht, dann ist es wirklich auch ein bisschen gleich irgendwie. Oder Männer mit Bart und Ruckerjacke, oder? Ja. Auf dem Land sind keine Hipster, das sind einfach Männer, die arbeiten. Arbeiten. Gemeinsarbeit. Menschen auf dem Land haben Berufe, nicht Projekte, da darf man nicht verwechseln, das ist nicht das Gleiche. Überhaupt erfüllt Kleidung auf dem Land ja primär das Ziel, nicht nackt zu sein. Das ist mal die Hauptaufgabe. Nicht, um irgendeine Botschaft rauszutragen oder irgendwie auf so eine Partnersuche, dass man schön aussehen will, sondern einfach nicht nackt sein. Dann fahren wir auf dem Land fahren ja nur Kindvelo, freiwillig. Außer du hast das Billett weg, dann sind es auch Erwachsene. Das ist der einzige Grund, wieso Erwachsene auf dem Velo hocken. Auf dem Land ist ja auch die Promillegrenze ist 1,5 Promille. Das wissen viele Leute nicht. Oder? Wir müssen auf Eigenverantwortung, wollen die Gegner aber da noch ein bisschen aufsetzen, oder? Mit dem Sicherheitsgurt, der ist auf dem Land optional, den kannst du anlegen, oder nicht? Da gibt es auch den alten Witz, oder? Wenn du in der Stadt am Dienstag am Abend 6 Bier trinkst, oder? Dann hast du ein Alkoholproblem. Wenn du auf dem Land am Dienstag am Abend 6 Bier trinkst, bist du der Fahrer. Ja, es ist so. Es ist eben wirklich so. Panik sitzt schon. Ja, oder Staat und Kirche sind ja auf dem Land auch nicht getrennt. Oder? Die Leute werden ja wirklich alle 15 Minuten daran erinnern, dass der noch eine Kirche hat im Dorf. Und sie muss auch immer im Dorf bleiben, Kirche. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Dann sollten die Leute, die aus der Stadt aufs Land kommen, nicht sagen, wenn sie Veganer und oder homosexuell sind. Auf dem Land glaubt man, das ist ansteckend. Würst gelten als vegetarisch und Hund sind das Grundnahrungsmittel, nur dass man das so gesagt hat. Ja, man bezahlt schon. Ja. Und ganz ungewöhnlich für Städter ist einfach, dass wildfremde Leute können einem auf der Straße einfach «Grüezi» sagen. Ja. Nicht verschrecken, zurückgrüßen, weiterlaufen ist okay. Ja, nicht totstellen. Die Leute vom Land können einem noch helfen. Sie nennen das Hilfsbereitschaft. Das kennt man so nicht, wenn man umgeht in der Stadt. Nein. Ja, man liegt gerade sicher ein Junkie. Komm, im besten Fall ging da noch einen in Grind, wenn du dort liest. Und die grösste Gefahr für Städter sind Witz. Obacht.
Das sind so kleine Geschichten, so kurze, mit einer unerwarteten Wendung, die ein Lachen auslösen soll. Lachen, ganz ohne Angst, als uncool Wort zu nehmen. Landmenschen machen sich ja über andere und sich selber lustig. Einfach so, ohne eine Botschaft zu verbreiten. Das ist unvorstellbar für Städter. Oder? Und unwissend zumindest. Ja. Unwissend Botschaften verbreiten. Ja, fragen mal eure Grosseltern in der Stadt, die kennen Witz noch und auch das Lachen. Ja. Und nicht verschrecken in einem Restaurant oder so, da werden da einfach schnell und freundlich bedient. Ist das wahr? Das ist wahr, oder? Das ist ganz, 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 ganz komisch. Gut, das wäre wirklich ungewohnt. Also. Ja. Eine allfällige Wartezeit kann man am Tisch verbringen mit Rauchen. Wirklich? Also drinnen? Da kannst du auf dem Land problemlos. Aber bei allen Differenzen, es gibt Gemeinsamkeiten, oder? Ja, das sind Emma, Mia und Sophia sind auch auf dem Land nehmen. Ah, schön. Sehr beliebt. Einfach für Kühe. Genau. Das ist so wichtig für Leute, die von der Stadt aufs Land ziehen. Aufpassen, merkt euch das. Danke, Aaron, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast in dieser Selbsthilfegruppe. Ja, sind auch vom Land. Sind. Also du zumindest, ich oder? Bin vom Land, ja, Steinmuth, Zürich Unterland. Das hat 2800 Einwohner gehabt. Und also das, ja, mehr Kühe als Einwohner. Eben, und Kühe haben auch besser ausgesehen als die Einwohner. Ich weiss, von was ich rede. Das ist tatsächlich so. Du bist 3800 Einwohner, ja. Ja, siehst du. Du bist irgendwo dazwischen, oder? 3000. Ja, ja, drei Landeier, die einen Podcast machen, die so tun, als wären sie die geilsten Sieger aus der Stadt. Ja. Ja, nun, so ist es. Wollen wir zu den Themen der Woche kommen? Ja, unbedingt. Es gibt zum Beispiel den schönen Vorstoss vom Armeechef Thomas Süssli. Der will den Anteil der Frauen in der Schweizer Armee erhöhen. Und zwar bis 20.000, bis 2030 ist ein bisschen spät, aber bis 2030 von heute 0,8% auf 10%. Ja. Okay, 0,8% Frauen in der Armee. Schön. Ja, wenn man niemanden findet, dann sollen es halt Frauen machen. Die IS einen höheren Frauenanteil. Ich habe vorhin mit Sandro Brotz telefoniert. Er hat gesagt, sie machen jetzt eine SRF-Arena dazu. Jetzt reden wir Frauen. Gäste sind der Göhle, der Christian Stucki und der James Foley. Das ist der Sprecher von der Republicans. Ja gut, aber er muss immer dabei sein. Er muss dabei sein, aus irgendeinem Grund. Wieso, weiß niemand. Aber er muss dort sein. Scheint, oder? Ja, aber, look, aber wenn du doch mehr Frauen willst, in die Armee holen, mach's wie bei den Männern. Eine Dienstpflicht, das funktioniert noch recht gut. Es ist nicht so, dass die Frauen nicht in die Armee wollen. Niemand will in die Armee. Ja. Außer vielleicht ein paar vom Land. Ja, ich meine, du könntest es mega easy machen, du könntest auch einfach Dienstpflicht für die Männer aufheben und dann hast du automatisch eine höhere Frauenquote. Ja, das stimmt. Das würde ja noch funktionieren. Wobei, also ich kann wirklich verstehen, dass Frauen nicht ins Militär wollen. Ich bin zum Beispiel mal an einer Hochzeit gewesen, wo zwei Frauen das gleiche Kleid angehaben. Es war kein schöner Tag. Ich hoffe nicht zwei weiße Kleider. Nein, nicht zwei weiße. Einfach beide das gleiche Kleid. Und wenn einfach zwei, wir wissen das alle, wenn zwei Frauen das gleiche anhaben. Der Abend ist gelaufen, der Tag ist gelaufen, die RS ist gelaufen, you name it. Ich kann es verstehen. Mhm. Ich kann es verstehen. Andere schöne Geschichte, die uns diese Woche beschäftigt hat, Leeds United. Wir sind ja beide grosse Fußballfans und Fußballkenner. Also du nicht so, Aaron, du bist ein Fan vom FC St. Gallen. Hey. Aber Leeds United, ein Spitzenklub in der zweithöchsten englischen Liga, der hat seinen Fans die Möglichkeit gegeben, wie das andere auch schon gemacht haben, ein Foto von ihrem Kopf einzuschicken. Und dann haben sie es auf einen Pappkarton da und die ins Stadion gestellt. Man hat das hier in der Schweiz teilweise auch gesehen. Allerdings haben die nicht so gut aufgepasst. Und da ist ein Bild von Osama Bin Laden irgendwie durchgerutscht. Du, ich kann so... Ja, ist halt nicht so bekannt. Ja, halt nicht so, man hat ihn noch nicht so oft gesehen am Fernsehen. Mit dem Haus abgerutscht. Jetzt haben die den Terrorfürst wirklich zuvorderst in die allererste Reihe noch angesetzt, so dass du wirklich gesehen hast. Das ist ein bisschen peinlich. Ah, du bist ein Ladenlebt. Ja gut, so lebendig hat er jetzt nicht gewirkt. Er hat nicht einmal applaudiert. Ich glaube, Fußball ist nicht so seins. Gut, in Sina kennt man das ja. Dort hockt der Terrorfürst auch bei jedem Spiel auf der Tribüne. Allerdings nicht aus Karton. Ist so. Ja, wer sagt, dass der tot ist? Oder? Ich meine, vielleicht sitzt der jetzt irgendwie auch an der Mikrokasse, oder? Ah. Ja? Ich meine, man kann jetzt mal die Verschwörungstheoretiker, die haben ja jetzt wieder ein bisschen weniger zu tun, die könnten jetzt mal eine neue Geschichte angehen. Vielleicht haben die geschlafen, oder? Mhm. Vielleicht ist der Bin Laden noch rum, vielleicht steckt Al-Qaida hinter Corona. Ich meine, immerhin müssen wir uns jetzt alle verhüllen, oder? Also, es würde noch Sinn machen. Ja, Bin Laden, von dem hast du ja lange nicht mehr gehört. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass er tot ist.
Maybe. Das könnte noch sein. Das könnte wirklich noch sein. Apropos Tod. Was kommt als nächstes? Corona-App. Ah, okay. Habe ich installiert? Haben Sie andere installiert? Ja, sie als guter Bürger, als Regierungstreuer, als Schaf. Ich noch nicht glaube. Das, du hast sie noch nicht installiert? Nein. Geh da raus. Geh aus meiner Wohnung. Ja, gut, das ist etwas, was man jetzt wirklich noch sollte. Das sollte man noch machen. Können wir wirklich sagen. Habe ich übrigens auch schön gefunden, es hat ja immer wieder die Aufstellung gegeben. Es gibt ja jetzt noch Leute, die Angst haben, dass dann nachher der Bundesrat weiss, wo sie sich bewegen. Mhm. Das wissen sie auch, aber nicht wegen der Covid-App, sondern wegen WhatsApp und Facebook. Richtig. Ja. Und andere Sachen, die benutzen. So ein tolles Ding, ich weiß nicht. Ja, so eine Auflistung. Eine Auflistung, ja. Was man freigibt für WhatsApp oder Facebook und was man für Covid-App freigibt. Oder? Ja. Und das Beste sind ja die Leute, was ich auf Facebook über Covid hat beklagt. Sehr schön. Ja. Anyway, also die Swiss-Covid-App, die gibt es seit letztem Donnerstag. Mhm. Die ist tausendfach runtergeladen worden, glaube ich, 750'000 Downloads, glaube ich, in den ersten zwei Tagen. Es hat allerdings auch ein bisschen Kritik gegeben. Sie funktioniert nämlich nur auf den Geräten, die neuer sind, und es braucht halt ein bisschen mehr Strom. Ja. Okay, also ja, also das ist mir überlegt. Also, wer sind denn die Leute, die noch so alte Handys haben, wo die App drauf nicht funktioniert? Oder wer ist das? Das sind irgendwie 82-Jährige, die Ernst oder Trudi heissen, oder? Und zu Stosszeiten Zug fahren und im Migros gehen posten. Oder? Das sind die. Die, die sie eigentlich bräuchten. Voilà. Oder? Ja. Die, die sie eigentlich bräuchten. Ja. Ja. Gut, man könnte die App auch noch interessanter machen, oder? So eine Art Punktesammelsystem, also ein Pokémon Go. Wenn du einen Kranken siehst, kommst du Punkte über. Ja. Weißt du gar nicht, wie das ist? Kann man so eine Ansteckungsanfrage auch ablehnen? Weißt du, wie auf Facebook? Nein, von der wollte ich es nicht. Ignorieren. Ja, stimmt. Nach rechts swipen. Nein. Ja, vielleicht wären die Leute noch erstaunt, ja, wenn sie sehen, mit wem das alles Kontakt gehabt hat. Ja, aber es ist ja eigentlich noch schlau eingefädelt vom Bund. Nicht? Die saugt ja extrem Strom, die App, oder? Mhm. Das ist ja gut. Weil dann gehst du nicht raus, dann musst du immer aufladen. Also eigentlich, sie saugt fast noch zu wenig Strom. Wenn du es schaffst, zu einer Tür führen zu kommen, ohne dass das Handy abstellt, ist es nicht gut. Das stimmt. Im Prinzip funktioniert es ja wie ein Game. Mhm. Nur schon, wenn du einen Punkt hast, bist du schon ein Level weiter, nämlich in Quarantäne. Oder? Das ist eine tiptoppe Geschichte. Ja, das ist wirklich die einzige App, die keine Punkte sammeln will. So, ich will das nächste Level gar nicht erreichen. Nein. Danke vielmals. Wobei, ich bin ja der Meinung, oder, man könnte einmal, was das betrifft, einmal an Länder sich ein Beispiel nehmen, wo viel besser umgehen, zum Beispiel jetzt mit Corona, wie die Schweiz. Also zum Beispiel Thema Nordkorea. Ja. Mhm. Nordkorea hat keinen einzigen Covid-19-Fall gehabt. Wahnsinn. Ja. Gut, vielleicht liegt es da an dem Fiebermesser, das sie verwendet, das aussieht wie ein Revolver. könnte schon an dem denkbar wäre, oder? Eine Bleitherapie. Ja. Hat ja immer genützt, oder? Ja, auf jeden Fall hat der Bund dann auch jetzt entschieden, man will zusammen mit dieser wissenschaftlichen Taskforce, die es gibt, im Fall von einer zweiten Welle die über 65-Jährigen ein bisschen besser schützen. Und zwar mit speziellen Zeiten, also spezielle Einkaufszeiten, zum Beispiel für Seniorinnen und Senioren, Rentnerabteile in Zügen oder markierte Wege, die dann nur so für Ältere sind. Das wäre eine Massnahmenmöglichkeit, die Sie sich könnt vorstellen können. Mhm. Seniorenzone? Oder wie man auch sagt, Nationalrat? Fernsehsender für Senioren gibt es ja schon, oder? SRF 1, SRF 2, SRF Info. Das gibt es ja alles schon. Nicht? Ja. ARD und ZDF bitte auch noch. Nur, dass es nachher nicht heisst, mega nur fürs eigene Haus Werbung kommt. Ja, Seniorenzone. Aber wenn wär eine Einkaufszeit für Senioren? Wahrscheinlich am Samstag am Morgen zwischen 9 und 12. Jawohl, und so kurz vor 4 Uhr. Ja, kurz vor 4 Uhr. Und sie dürfen nur noch mit Münzen zahlen. Genau. Ja, man steckt sich ja dann auch nicht so an, weißt du, mit den Münzen. Das ist ja immer so super desinfiziert. Genau. Seniorenzone, oder wie es der Victor Giacobo nennt, Zone. Oh, bitte. Seniorenzone, das gibt es doch schon, das heisst doch Facebook. Oder? Ist das nicht das Facebook? Ja, Generation Festnetz, wie ich sie nenne. Ich habe übrigens mit dem Sandro Brotz telefoniert und Sandro Brotz hat gesagt, sie machen eine Arena dazu. Jawohl. Mit dem Titel «Jetzt reden wir Alten». Ja. Als Gäste eingeladen sind eine Erstklässlerin, eine Hebamme und der James Foley, Sprecher von der Republik. Er muss für alles anheben. Ja.
Ja, das ist so. Er ist Experte für alles. Genau. Bei den Volksleuten. Ja. So, jetzt kommen wir noch zum Lieblingsthema von Michael Schweizer. Hast du dich so richtig schön können aufregen diese Woche? Nein, du hast ja grundsätzlich einen tiefen Puls, muss man ja sagen. Ja, grundsätzlich eine lange Zündschnur und einen tiefen Puls. Für dich ist es auch umgekehrt, aber da wollen wir jetzt nicht nachher drauf eingehen. Ja. ATP Nummer 1, der Novak Djokovic, der hat ja die Adria-Tour veranstaltet. Das haben, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen. Da haben sich dann auch mehrere Leute infiziert mit dem Coronavirus. Der Grigor Dimitrov, der Borna Koric und der Viktor Troicki, der vierte Spieler, der dort Namen gemacht hat, der hat sich auch infiziert. Also das ist, glaube ich, schon eine, so eine gescheite Aktion gewesen. Ja, es ist vor allem via, wie steckst du beim Tennis an. Wie nahe sind sich die gestanden? Tennis ist ja wirklich die Sportart, wo du jetzt am weitesten voneinander wegstehst. Ich bin einfach nur froh, dass der Roger Federer nicht da war. Mit seinem Alter gehört er schon zu der Risikogruppe. Das hast du nicht vergessen. Nein. Das stimmt. Ja. Wer sich beim Tennis ansteckt, der macht ja keinen Doppelfehler, sondern einen Doppelfehler. Oder? Ja, ein bisschen. Ja. Aber ein Showturnier, die haben aber nicht etwa für Corona-Opfer gesammelt, oder? Wäre ein bisschen sehr ironisch. Look, ich habe mir überlegt, okay, wird sich der Djokovic, wird er sich entschuldigen, ja oder nein? Und dann würde ich sagen, ja gut, die Chance, oder, also respektive in der Regel entschuldigen sich ja sehr ranghöhe Serben erst so zu Den Haag vor dem Gerichtshof. Also, wenn überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Oder? Also sie haben sich ja nicht auf dem Platz angesteckt, also, das muss man vielleicht schon noch sagen. Die haben ja noch, sie haben ja, wie man das dann auch macht, so im Nationalrat gerne mal nachher noch so eine kleine Corona-Party. Ein Aperöli. Wo man sich ein bisschen näher kommt. Wahrscheinlich haben sie sich dort angesteckt. Also nicht beim Tennisspielen selber, das ist eigentlich relativ safe, wie du richtig sagst, das dürfen wir ja jetzt auch wieder. Aber das ist ja vielleicht auch nur eine Verschwörungstheorie gewesen. Alles. Das weiss man nicht so genau, man müsste Novak Djokovic seine Frau fragen, die verbreitet gerne solches Zeug an auf Insta. Und ich habe auch gedacht, man könnte jetzt mal weiter überlegen, oder? Eben, vielleicht ist das Ganze alles nur eine grosse Verschwörung. Wenn man überlegt, Novak beinhaltet das Wort Nova, also neu, oder? Ja. Mit dem Novak, mit dem Nachnamen Djokovic, ja. Wenn du es ein bisschen umstellst, kannst du Covid zusammenstellen. Okay. Ja? Die restlichen Buchstaben sind alle nur Ablenkung. Also neues Covid. Ja, ja, das könnte sein. Nein, aber ernsthafterweise, oder? Das, was ich mir wo mir durch den Kopf geschossen ist, wo ich das gelesen habe, wirklich für so Leute, die so etwas organisieren, und da gehört der Herr Djokovic leider dazu, für so Leute ist das Wort Arschloch reserviert. Du kannst wirklich anders sagen. Es ist so trötzlich. Weißt, es ist trötzlich, ja. Oder? Und ich meine, der eine, der jetzt dort mitgespielt hat, ist jetzt schon wieder am Wochenende zu Monaco irgendwie am 4. gewesen, oder? Und ist mit dem Turnier gewesen. Und es ist erbärmlich. Und vor allem das Gefühl von, hey, ich bin Nummer 1 im Tennis, das kann mir nichts anhaben. Das ist genau das. Und es ist genau die Denkensweise, wie man sie irgendwie aus Brasilien sieht, wie man sie in den USA sieht, wie man sie in England sieht, wo alles auch so voll Idioten vor dran sind und genau so mit dem umgehen. Es ist genau das Gleiche. Es ist topfgenau. Es ist wirklich einfach nur erbärmlich. Es tut mir leid. Ich wollte sagen, du hast aber nichts gegen Benefiz-Turnier. Ja, wahrscheinlich haben sie für Corona gesammelt. Also, nein, natürlich nichts gegen Benefiz-Turnier. Und ich verstehe ja, oder, dass der millionenschwere Herr Djokovic oder jetzt völlig am Anschlag ist, wenn er jetzt mal 2 Monate nicht hat können vor Publikum Tennis spielen und ihm niemand irgendwie noch zugeklatscht hat, wenn er vom Platz gelaufen ist, dass es ihm jetzt mega schlecht geht. Wow, du tust mir so leid, Alter. Du tust mir so leid. Wirklich, wow. Nein, Entschuldigung. Jetzt hast du wirklich noch den letzten Tennis-Fan auf SRF 2 vertrieben. Das ist wirklich. Und darum vielleicht besser, wenn wir an dieser Stelle aufhören, zumindest mal bei SRF 2. Da ist unsere Sendezeit nämlich jetzt genau pünktlich abgelaufen zum Schluss von Michael Schweizer im Rant. Entschuldigung. Über den Novak Djokovic. Hallo Vater. Ja, mit seiner langen Zündschnur. Wenn sie dann mal brennt, dann brennt sie richtig, oder? Es ist einfach wahr. Ja, also wir sagen danke vielmals fürs Zuschauen. Ob wir dann im August wieder zurückkommen auf SRF 2. Ich weiß es nicht. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher. Ist ein bisschen unsicher im Moment. Nach den letzten 2 Minuten ziemlich sicher, dass es nicht mehr passiert. Alles zerstört. Alles kaputt gemacht. Wir haben aber noch weitere schöne Themen für die den Podcast noch fertig hören wollen. Auf eurer Podcast-App oder srf.ch/audio. Wir haben es jetzt dann gerade noch von der Sommer-RS. Der Start von der Formel 1, liebe Sportfans, ist auch noch Thema. Und unsere Comedy-Empfehlungen werden wir ebenfalls noch angehen. Danke fürs Zuschauen. Schönen Sommer. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Stimmt, ja, bei denen ist es ja gute Nacht. Ja, die uns hören, ja. Also die jetzt immer noch dran sind, die einzig Waren, wie wir sie nennen, bei denen wissen wir ja nicht, vielleicht sind die auch erst gerade aufgestanden. Oder? Das, das Erste, was gehört, ist der Michael Schweizer, der Arschloch schreit. Ja, bin ich zu weit gegangen? Ich weiß es nicht. Gegangen. Aber es ist okay, du darfst auch mal drüber raus. Ist ja Sommerferie jetzt. Die einzige Waren. Also, ja, nein, es ist einfach... Es regt mich einfach auf. Ich verstehe es ja. So einen Hals, ne? Nein, wirklich, das...
Ich finde, wir sollten eine Sekte gründen, die einzig waren. Alle die, die wechseln vom Fernsehen zum Podcast, ah, ja, das wäre okay. Können Mitglieder werden. Ja, was haben wir denn noch für Themen? Mhm. Sommer-RS. Ah, wir das nächste Thema. Sind wir alle drei nicht gewesen, oder? Sind wir alle drei nicht. Aber nicht, wie wir die Winter-RS gemacht haben. Wie wir untauglich sind, auch im Militär. Ja. Allerdings sind das ja nicht alle zum Glück. Zahlreiche Männer und Frauen, gut, Frauen nicht so zahlreich, wie wir vorher gehört haben, aber hoffentlich ja immer mehr, sind in die Sommerrekrutenschule eingerückt. Allerdings mit Schutzkonzept, ja. Ganz wichtig. Klingt für mich ehrlich ein bisschen komisch, oder? Wenn das Militär ein Schutzkonzept hat. Ich habe mir gemeint, das Militär ist Schutzkonzept. Gut, sind wir froh, ist es etwas, das mal nicht abgesagt worden ist. Das es stimmt, findet statt. Das stimmt. Yeah, und sie werden sich gefreut haben. Und das Militär hat ja gelitten. Ich habe es schon mal gesagt in diesem Podcast. Also jetzt ist mal endlich so etwas wie eine Krise und sie können nicht richtig mitspielen. Oder? Das Einzige, was sie machen können, ist irgendwie vor einem Spital aus irgendwie Listen ausfüllen mit Menschen, die reingehen. So, oder zwischen ihnen mal irgendeinen im Rollstuhl umeinanderfahren. Mehr haben sie nicht können machen. Für da brauchst du einen Tarnanzug. Kampfjet haben sie nicht gebraucht. Panzer haben sie nicht gebraucht. Panzerabwehr, Füße, whatever you name. Alles nicht gebraucht. Vielleicht sollte man sie vor die Clubs stellen und sie sollten die das kontrollieren. Ja. Das wäre ja. Das könnte helfen. Ja. Wenn dann einer mit einem Maschinengewehr dort steht, überleist zweimal den falschen Namen angibst, oder? Wobei, gell, du redest immer auf dem Zürcher Party vor. Ja. Also, du hast die Frage, wer das Maschinengewehr hat, meinst du? Bürgerkrieg in Zürich. Ich glaube, einfach in dieser Sommer-RS unter Corona gibt es jetzt auch einfach so ganz neue Befehle dann, oder so. Maske auf, zum Beispiel. Oder testen. Also das wäre das, was ja mein Vorschlag gewesen wäre, dass sie dort wieder ein bisschen mit Quarantäne, auf Abstand und so weiter. Also es hat viele Möglichkeiten für neue Befehle. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so geht, weil die müssen jetzt aufpassen mit diesen Aerosol, also mit dem, was man rausspuckt, wenn man redet. Oder? Man darf ja, im Prinzip darf jetzt nur noch flüstern. Ach, doch, Huhn. Ja, so, oder? Da mich nochmal. Es gibt so ein ASMR fürs Militär denn. Ja. Die haben da noch ein Quadratmillimeter Dreck am Stift. Das gehen sie jetzt sofort putzen, sonst stehen sie mir da nicht in die Reihe. So, wer? Gut, aber ich finde, man muss ja aufpassen, oder? Die Symptome von Corona darf man jetzt auch nicht falsch einschätzen, oder? Kopfweh, Husten. Habe ich Corona, Herr Doktor? Nein, gestern Ausgang. Stimmt. Ja, ein Zeichen von Corona ist auch der Verlust vom Geschmackssinn. Das ist allerdings je nach Feldküche auch ein Vorteil. Ja, ich finde es so herrlich, wenn wir drei Untauglichen über das Militärwitz machen. Hast du nicht mal einen Tee gesoffen aus der Feldküche im ganzen Leben? Wir sind James Foley's von den Podcasts. Wir gehören nicht zum Thema und reden darüber. Ja, richtig. Komisch, dass Sandra Botz gar nicht mehr nachgedacht. Vielleicht, weil er auch weiss, unser nächstes Thema hat natürlich, ist nicht Arena potenziell, sondern hat wieder mit Sport zu tun. Am Sonntag startet die Formel 1. Finally. Ja, GP von Österreich wird der erste sein, was es ja, okay. Wenn ich jetzt wirklich die jungen Männer beim Autorasen zuschauen, kann ich am Samstag und Nachmittag auch in die Innenstadt. Also für das muss ich jetzt nicht mehr den Fernseher einschalten. Ja, aber sie haben ja gewisse Änderungen jetzt auch, oder? Sie werden umweltbewusster, oder? Neu müssen mindestens 2 Personen pro Fahrzeug mitfahren. Okay. Das ist ein bisschen grüner. Ich habe sogar gehört, wenn es 4 pro Fahrzeug sind, können wir jetzt eine eigene Spur über. Okay, wow. Carpool. Okay. Ja, aus Gründen vom Umweltschutz ist auch das Tempolimit auf 80 km/h beschränkt worden. Oder? Okay, jetzt habe ich schon wieder gelacht. Michael Schweizer hat, das müssen wir vielleicht, wenn wir einen Insider schnell bekommen. Ja, das müssen wir bringen, Wir haben Adar und Herz und ich haben uns gegenseitig da Pointen aufgeschrieben zu dem Thema und Michael Schweizer hat jetzt mal gesagt, das ist gar nicht lustig. Nein! Das ist gar nicht lustig. Und jetzt hat er die ganze Zeit gelacht. Und ich kann nicht lachen. Ich habe nicht gelacht. Nein, also machen wir euch nichts. Ja, also wenn wir schauen, ob du sie nicht doch noch lustig also, ja, wir probieren es. Komm, wir bringen den noch zum Lachen. Vorsicht, nächster Gag. Achtung, knaller Pointe. Wer will, kann auch den Zug ins Ziel nehmen. Das ist auch klar. Das ist nicht fair. Alternativ wird auch ein Park and Ride angeboten. Okay, das ist wirklich schlecht. Wie wäre es mit, als Schutz vor Corona mit dem Boxerluder jetzt mindestens 1,50 Meter Abstand vom Fahrer haben? Erstens nicht lustig, zweitens Boxerluder sagen wir 2020 definitiv nicht mehr. Man redet von sogenannten Grid Girls. Ja, schon viel besser. Also, hey, lass uns ein frauenverachtendes Bild schaffen. Lass uns Frauen als Sexobjekt degradieren und neben Autos
und Fahrer stellen. Aber hey, wenn man es gewickelt hat, ist es okay. Aber das ist tatsächlich etwas... Der Namenänder ist wichtig. Das ist tatsächlich etwas, was ich nie verstanden habe. Oder? Nein. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, oder? Aber früher hat es so, am Kiosk hat es so Heftchen gegeben, mit also Auto- und TÜV-Heftchen, oder? Wo wenn irgendeiner einen TÜV irgendwie schön gemacht hat oder das Auto, dann hat er da so, ist das die, so die Tuning- und Tuner-Heftchen, was weiß ich. Und wenn du so ein Heftchen gekauft hast, was ich selten gemacht habe, so mal ein TÜV-Heftchen, also, dann war es einfach immer so gewesen, dass nachher dann irgendwie, dann machst du die Doppelseiten auf, oder? Und dann ist der schön TÜV und du willst den schönen TÜV anschauen, aber dann hängt noch irgend so eine Alte im Bikini vor dem TÜV und ihr ein beiverdeckter Luftfilter. Dann muss ich sagen, nein! Nein! Das umgekehrte Problem hat er beim Playboy. Nein, das gleiche Bild. Aber der Hure TÜV ist im Weg. Aber du bringst es auf den Punkt, Aaron. Wenn ich doch ein Heftchen kaufe, zum TÜV anschauen, dann will ich TÜV anschauen. Wenn ich Frauen anschauen würde, ich ein Heftchen kaufen, wo Frauen drin sind. Ich verstehe die Kombination nicht. Vielleicht noch für die jüngeren Hörerschaften müssen wir mal erklären, wann ein Heftchen ist. Ja, ich würde mal sagen. Voilà. Einfach zum Sagen, ich verstehe die Kombination. Immer noch. Also weißt du, das ist ja beim Autosalon. Ja. Ist da immer, also, ja. Das ist immer noch ein Ding. Das ist immer lang der bestzahlte Job. Lang der bestzahlte Job von allen Ex-Missen gewesen, dass sie neben irgendeinem Alfa Romeo anstehen konnten. Ich habe es auch nie verstanden. Und dann der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, die sich noch runterladen musste, dann irgendwie noch mal aktuellen Mister und Mrs. Schweiz Grüezi sagen und dann den Auspuff schnuppern. Das ist wie das Konzept vom Stripclub, wo sich mir auch nicht erschliesst. Wieso soll ich in einen Stripclub gehen? Dann hocke ich dort her. Wenn du eine Wohnung hast mit Sicht auf einen anderen, der sich aussieht. Ja, richtig. Aber dann hockst du da an ein Tischchen, trinkst ein Bier, dann tanzt dort eine auf die Bühne. Jetzt siehst du schon mal nichts, was du noch nicht gesehen hast. Oder? Das ist mal Punkt 1. Dann, aber anlangen darfst du es nicht. Das wäre das, was vielleicht noch Spass machen würde. Dich selber anlangen darfst du auch nicht. Wäre vielleicht gerade ein bisschen awkward. Und rundum hocken noch 25 andere Dudes. Und das, wieso? Wieso macht man das? Ich verstehe, das Konzept erschließt sich mir nicht. Das finde ich auch sehr seltsam. Wirklich? Habe ich euch von meinem einzigen Besuch in einem Striplokal in Zürich mal erzählt? Nein, wir müssen es wissen. Das einzige Mal, wo ich in einem Striplokal in Zürich war, war mit etwa 19. Jawohl. Und dann sind wir dort reingegangen. Zugegebenermassen haben wir vorher schon ein, zwei andere Stationen hinter uns gehabt mit alkoholischem Getränk, das dort ausgeschenkt worden ist. Also sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, in den Stripclub jetzt gehabt. Und dann, nach dem Besuch, hatte ich den grossen Wunsch gehabt, für einen Abend mal für so einen Stripclub aufzulegen. Weil der DJ hat dann immer die Frauen angesagt. Dann hat er gesagt, und hier kommt Alexandra. Und dann ist Alexandra rausgekommen und hat sich ausgezogen, dann hast du geschaut, dann ist die hintere. Dann nachher ist die nächste, und hier kommt Sandra. Und dann ist Sandra rausgekommen und dann dachte ich so, okay, sieht aber ähnlich aus wie Alexandra. Und dann hat sie eine kurze Pause gegeben. Dann hat sie die nächste, und hier kommt Naomi. Und dann ist Naomi rausgekommen. Und dann dachte ich so, okay, aber Naomi sieht aus wie Sandra. Er hat konsequent den ganzen Abend andere Namen gesagt. Es ist immer die gleiche rausgekommen. Und ich habe gefunden, was für ein Traumjob, dir den ganzen Abend nichts anderes als einfach Namen auszusagen. Sehr, sehr schön. Schöne Geschichte. Aber wir haben noch ein paar wirklich sensationelle Gags. Ja. Bitte machen doch die noch. Also, lass zu. Wegen Corona haben sie als Schutzmaßnahme können viele von diesen Fahrern aus dem Homeoffice arbeiten. Nicht lustig. Statt einer Champagner-Dusche gibt es neu eine Desinfektionsmittel-Dusche. Okay, wow. Ja, und weil die Sponsoren wegfallen, finanzieren sich jetzt ganz viele Teams, indem sie für Uber arbeiten. Ja, und wegen Geldmangel müssen die Fahrer Benzinkosten auch selber tragen. Das ist ein bisschen lustig. Ah, komm, ja, okay, es sind nicht alle richtig gut. Nein, jetzt nicht mehr. Aber Schweiz, wenn du besser kannst, bitte mach du einen schönen Formel-1-Gag. Mein Formel-1-Gag, cool. Also was ich einfach nicht verstehe, ist, wieso dass es keine Frauen in der Formel 1 hat, weil es geht ja eigentlich um schnell fahren, nicht um einparkieren. Also, wow. Deswegen. Okay. Du bist der, der sich vorher gegen Boxer laut ausgesprochen hat. Gell? Nur so, okay. Also. Gegen den Abend. Hallo? So. Das Schlimmste wird, dass es wieder Leute hören, die die Ironie aus dem Haus einfach nicht gehört. Aber egal. Das ist ja völlig ironisch gemeint. Da hören Leute. Wir haben ja jetzt Sommerpause. Da können sich andere dann um Mails kümmern.
So, haben wir noch zu unserem letzten Thema. Unbedingt. Am Dienstag war der internationale Asteroidentag. Mhm. Der ist 2014 ins Leben gerufen worden und der soll alljährlich vor den möglichen Risiken von einem Asteroideneinschlag warnen und vor allem die Leute auch für Abwehrmaßnahmen sensibilisieren. Also ich finde, das ist eine gute Sache und das soll auch 2020 kein Tabu mehr sein. Vielleicht sage ich es jetzt gerade in dieser Runde und auch in der Öffentlichkeit. Ich habe das selber auch. Es ist teilweise jetzt beim Sitzen ein bisschen schmerzhaft. Aber meine Großmutter hat mir zum Beispiel gesagt, Murmeltiersalbe 2 bis 3 Mal pro Tag. Und das hilft wirklich eigentlich sehr gut. Und weißt du, es geht um Asteroiden, nicht um Hämorrhoiden. Das ist nicht ganz gleich. Okay. Da weißt du gar nicht. Vielleicht hilft dir die Murmelsalbe auch bei dem. Oder hast du schon mal einen Asteroid erlebt? Nein. Eben. Ich muss zugeben. Entschuldigung, ja. Und welches Bild muss man auf Social Media posten, um zu zeigen, dass man gegen Asteroideneinschlag ist? Weiß es nicht. Welches ist es? Asteroideneinschlag? Meinst du, soll ich die Balkonmöbel reinnehmen? Gut, die kommen ja immer mit Garantie, dann, wenn ich keinen Schirm dabei habe. Es ist immer so. Es ist wirklich immer so. Kannst Gift drauf nehmen. Abwehrmaßnahmen bei Asteroiden. Nicht das Handwaschen, ich weiß es gar nicht. Unbedingt. Nein, aber ein Helm. Darum kommt jetzt dann auch die Helmpflicht im ÖV. Ja, aber so ein Asteroideinschlag ist auch gar nicht so schlimm. Das ist einfach so ein bisschen wie eine starke Grippe. Ja, richtig. Ja, ja, und wenn es einem verwünscht, ist ja immer die Frage, oder, ist man mit dem Asteroid oder wegen dem Asteroid gestorben? Ja. Man weiß es ja. Ja, das hast du noch nicht bewiesen, oder? Die Vorerkrankung hast du um das verwünschte Asteroid. Gott, ist das schlecht. Es gibt ja Leute, die Comedy besser können wie mir. Habe ich mal gehört. Ja. Viele davon haben wir auch schon empfohlen, muss man auch sagen. Unsere Comedy-Empfehlungen immer wieder beliebt. Und unaufgefordert kommt auch ab und zu mal etwas so von wegen, hey, das wäre noch ein Vorschlag. Monika Gruber hat mir zum Beispiel kürzlich gerade wieder jemanden geschickt. Die habe ich auch mal auf der Liste gehabt. Bayerische Komödiantin, sensationell. Sehr lustige. Jetzt haben wir aber gefunden, für die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, wollen wir eigentlich nicht mir wieder irgendetwas vorgeben, sondern wir würden einen kleinen Aufruf machen. Das haben wir gedacht. Also eigentlich sind wir einfach zu faul gewesen, jetzt nochmal irgendjemanden rauszusuchen und zu präsentieren. Jetzt wird nichts geschafft. Ja. Kennst du, wenn sollen so 5 von 5 ist und denkst, jetzt fange ich auch nicht mehr an. Nee. Brauchst du noch eine Lösung vor der Ferien? Genau. Nur noch eine schnelle Lösung vor der Ferien. Genau, und dann tun wir es auslagern. Haben wir gefunden. Also wir wären froh, wenn ihr uns könntet eure Comedy-Empfehlungen schicken. Leute, die ihr findet, habt ihr irgendwo im Internet gesehen oder vielleicht sind sie sogar selber lustig, dann schickt uns die Comedy-Empfehlung. Die besten werden wir uns anschauen und selbstverständlich dann auch einer breiten Masse, allen 5 Hörern, die wir haben, absolut. Kundtun. Mhm. Nach unserer Sommerpause, das können wir auch schnell sagen, die geht bis Mitte August. Und dann sind wir wieder zurück. Da freuen wir uns, glaube ich, schon sehr drauf, oder? Ja. Also, vielleicht nicht mehr auf SRF 2, der Herr Djokovic sagt schon beim Ombudsmann, aber... ich weiss es auch nicht. Also wir kommen sicher zurück, das ist klar. Wir wissen noch nicht genau, an welchem Tag. Aber ihr werdet das auf den sozialen Medien selbstverständlich mitkriegen. Vielleicht sage ich es dann noch beim Donnerstagass, das ist das Einzige, was ich mache im Sommer. Ich gehe jetzt ein bisschen Donnerstagass machen. Was machen ihr? Du musst schaffen. Ich schaffe, ja. Ich habe keine Sommerpause. Nein, ich mache Ferien. Ich verprasse jetzt die ganzen Podcast-Kalle. Also, in dem Fall sehe ich dich morgen. Ja, morgen bei dir. Du hast dich auch nicht in den leeren Kühlschrank. Sehr schön. Gut, ja, dann verabschieden wir uns noch anständig. Ja, ich wünsche euch ganz schöne Ferien allen. Ja, die haben. Geniessen es. Ja. Macht's gut. Merci für eure Treue. Empfehlt uns weiter, auch während der Pause. Und dann bis im August. Ade miteinander. Ade. Tschüssi. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. So, das machen wir aber einen Closer machen. Ich will nicht wieder Reklamationen bekommen. Haben Sie auch geschrieben? Ja, aber Buben, wir haben einen Closer gehabt. Er war im Skript drin. Welches Skript? Es gibt kein Skript. Es ist wirklich sehr mühsam. Nein. Für was schreiben wir das Zeug? Unfassbar. Das ist schon das eine oder andere Corona drin. Ja. Jetzt haben wir etwas. Es ist inhaltlich nicht stark, aber... Das ist ein Schluss. Das ist ein Schluss. Ja. Hä? Sonst
wenn euch jetzt irgendwie während dem Sommer irgendwie noch langweilig ist oder nicht wissen, was hören oder schauen oder so, ihr könnt auch Stefan Büsser direkt anrufen. Telefonnummer 079 300.